Dieses Lied, das wir jetzt also auch auf Französisch kennengelernt haben, wir kennen es schon auf Deutsch und wir kennen es auf Griechisch in Deutschland, das haben Sie wahrscheinlich schon sehr oft gesungen. Wie oft würden Sie meinen? Ich weiß nicht, schon viele hundert Mal. Viele hundert Male schon? Ja. Aber nur dieses eine Lied, ganz andere außerdem noch eine ganze Menge. Sie singen ja in vielen verschiedenen Sprachen. Ja, ja, ich singe in Deutsch und Italienisch, Arabisch, Spanisch und natürlich Französisch. Natürlich, sagen Sie, aber Sie sind ja keine Französin. Nein, nein, je ne suis pas française, sondern Italiener. Also eine Italienerin und keine Französin. Und da habe ich nun wiederum gehört, dass Sie aber nicht in Italien aufgewachsen sind, sondern irgendwo weiter südlich, glaube ich, nicht? Nein, aufgewachsen, ich bin in Ägypten. Italienerin, aufgewachsen in Ägypten, yeah. Lebt zurzeit in Paris, singt Lieder in, also eine internationale Persönlichkeit, möchte ich sagen. Wann sind Sie eigentlich nach Paris gekommen? Oh, das ist schon lange in Herr Noël 1954. Also Weihnachten 1954 ist es gewesen. Ja. Tja, wenn man aus Ägypten dann mit einmal in eine so große Stadt kommt, die Umstellung ist gar nicht ganz einfach, nicht? Ja, zuerst habe ich immer Kleider getragen, die waren bunt und nun blatt. Mhm. Und Schmuck fiel, wie sagt man, zum Auffallen? Zum Auffallen, ja. Hat sich das geändert? Nun habe ich gelernt, dass schlichtes Kleid und nicht so viel Schmuck schöner ist. Ist es auch. Nun und damals, das weiß ich, ging es Dalida gar nicht so gut, wie es ihr inzwischen geht. Was glauben Sie, war wohl der entscheidende Tag auf diesem Weg? Das war, als ich gesungen habe für das Olympia. Was passierte da? In einem Bistro nebenan saßen zwei Männer, aber sie wollten nicht kommen, mich ansehen. Sie wollten lieber Würfel spielen. Ja, Würfel spielen. Sie waren aus dem Showbusiness. Der eine war Eddie Buckley, der andere Lucien Maurice. Dazu müsste ich vielleicht sagen, dass Eddie Buckley ein Unternehmer aus dem Musikgeschäft ist, wenn Sie so wollen, und Lucien Maurice, glaube ich, im Rundfunk irgendwo einen Direktorenposten hat. Ist es irgendwie weitergegangen? Sie sind doch noch gekommen. Der eine ist heute Inhaber meiner Schallplattenfirma, den anderen werde ich bald heiraten. Heiraten? Ja. Man darf ja im Voraus nicht gratulieren. Lucien Maurice. Das ist Lucien Maurice, ja. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind. Vielleicht wollen Sie zum Abschluss noch irgendwas Besonderes sagen? Oh ja, ja, ja. Auf Wiedersehen und recht bald.